Herzlich willkommen bei Französisch für Profis. Hier erkunden wir für euch und mit euch auf der Grundlage von authentischen Sprachdaten, wie Französisch tatsächlich funktioniert. Grammatik, Wortschatz, Aussprache. Auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, aber einfach erklärt. Gerne auch zu euren Fragen und mit eurem Feedback. Hallo, heute ein kleiner Werkstattbericht aus meiner aktuellen Arbeit am dritten Band, am Nominalband der Grammatik des gesprochenen und geschriebenen Französisch. Es geht um den Artikelgebrauch mit Krankheitsbezeichnungen. Das hat bisher eigentlich noch keiner richtig beschrieben. In den vorhandenen Grammatiken ist mir aufgefallen. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wie es funktioniert. Zunächst muss man nämlich unterscheiden zwischen Nomina, die eine nicht genau lokalisierbare Krankheit beschreiben, also wo man den Ort nicht genau angeben kann, die werden mit dem bestimmten Artikel im Französischen gebraucht. Also man sagt zum Beispiel, il a la rougeole, im Deutschen steht natürlich der Nullartikel, er hat Masern, oder le son d'avoine me donne la diarrhée, von Haferkleie bekomme ich Durchfall. Ähnlich mit anderen Nomina, mit anderen Krankheitsbezeichnungen, die nicht genau lokalisierbare Krankheitenbezeichnungen wie la rubéole, Röteln, les oreillons, Mumps, la scarlatine, Scharlach oder auch natürlich la grippe oder le Covid-19 zum Beispiel, um ein aktuelles Beispiel zu wählen. Wenn bei diesen nicht genau lokalisierbaren Krankheiten bzw. bei den für Sie stehenden Nomina ein Adjektiv folgt oder eine andere Erweiterung, dann steht natürlich der unbestimmte Artikel. Also er hat akuten Durchfall, il a une diarrhée aiguë. Da steht une diarrhée aiguë. Allerdings könnte auch hier natürlich der bestimmte Artikel stehen, wenn man sich ganz allgemein auf diarrhée aiguë beziehen würde, wie in folgendem Satz: La mortalité infantile annuelle due à la diarrhée aiguë a chuté de 4,5 millions à 1,6 millions de décès entre 1979 et 2002. Im Gegensatz dazu wird eben bei lokalisierbaren Krankheiten der unbestimmte Artikel benutzt, also Krankheiten, bei denen wir den Ort relativ genau angeben können. Il attrapera une jaunisse. Also Gelbsucht, man hat gelbe Haut, relativ klar angebbarer Ort. Oder j'ai fait une pneumonie, ich habe eine Lungenentzündung, auch ein ganz klarer Ort, les poumons. Oder il est suivi pour une constipation chronique, oder auch nur pour une constipation, also Verstopfung, Erstbehandlung wegen einer chronischen Verstopfung. Mit unbestimmten Artikel. Wenn wir hier wieder allgemeiner Bezug nehmen, beziehungsweise keine Verben verwenden, die was mit der Krankheitsgeschichte, also mit dem Beginn der Krankheit, mit der Tatsache, dass wir eine Krankheit haben, also dem Zustand zu tun haben, also bei der Verwendung solcher Verben, steht immer der unbestimmte Artikel. Wenn wir aber andere Zusammenhänge haben, ohne solche Verben, die nicht die Krankheitsgeschichte an sich beschreiben, dann benutzen wir natürlich den bestimmten Artikel. La jaunisse est détectée dans les trois premiers jours. Oder cela protégera les enfants contre la pneumonie. Oder la constipation alterne avec des selles plus légères en période de traitement. Also die Verstopfung wechselt mit leichterem Stuhlgang während der Behandlungszeit. Manchmal schwankt der Gebrauch auch, so dass wir einen innersprachlichen Kontrast haben. Wenn wir etwas eher als Fall sehen, benutzen wir den unbestimmten Artikel. Il a eu une coqueluche oder il a eu une diphtherie en septembre 2007, also ein Fall. Oder wenn wir es allgemeiner beschreiben wollen, eben mit bestimmten Artikeln, mon fils a eu la coqueluche oder a eu la diphtherie. Hier ist also beides möglich. Auch mit cancer ist theoretisch beides möglich. Man
hat sich aber inzwischen sozusagen in der Sprachgemeinschaft stärker für die Fallinterpretation entschieden, sodass man meist sagt, mon père a eu un cancer, hier auch angedeutet durch die zwei Pfeile nach unten, das heißt 10-mal seltenere Variante in unserer Grammatik. Und wir sehen hier, un autre grand-père a eu cancer, mais heureusement survécu. Das ist wesentlich seltener. Also man sollte eher avoir un cancer sagen. Krankheiten, die einen Eigennamen mit einem Eigennamen bezeichnet werden, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, werden häufig mit dem Nullartikel gebraucht. Also il a Alzheimer, il a Parkinson. Oder eben die etwas formellere Variante, il a la maladie d'Alzheimer.